Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Du hast absolut recht, es ist nicht üblich, dass in der fünften Jahreszeit ein Düsseldorfer in Köln in die Bütt steigen darf. Ich versuche mein Bestes zu geben. Glaukomtherapie im Wandel. Ich fange gerne meine Vorträge an mit dem sehr bekannten Glaukoma-Kontinuum nach Weinreb. Was ich hier nur demonstrieren will, ist, wir haben eine Erkrankung und im Rahmen eines der früheren Symposien hier ist Herr Kirchhoff als Netzhautchirurg mal gefragt worden, da ging es um die Packerchirurgie, wann behandeln Sie den? Und seine Aussage war, wir behandeln Symptome, aber keine Befunde. Der Glaukomchirurg macht es genau andersrum. Wir behandeln die Befunde. Wenn der Patient Symptome hat, ist es zu spät. Und was erfreulich ist, ist, dass wir Ganglienzellanalyse, Papillen-OCT, Subthreshold, Gesichtsfeldmessung mittlerweile haben, dass wir die Erkrankung in einem sehr frühen Stadium erkennen können. Und dann wollen wir sie natürlich auch in die Therapie überführen. Und dann schauen wir natürlich als Glaukomtherapeuten zunächst mal die Richtlinien der Europäischen Glaucoma Society an. Und das ist das gültige Schema. Unstrittig ist die Behandlung der Kinder des kongenitalen Glaukoms, dies primär chirurgisch. Aber die gängige Empfehlung ist, dass wir bei Offenwinkel, beim klassischen, 80% unserer Patienten haben ein Offenwinkelglaukom, beim Erwachsenen mit einer medikamentösen Therapie beginnen, gegebenenfalls über eine Lasertherapie nachdenken und dann zur Chirurgie übergehen. Funktioniert das so? Ist die Idee, mehrere Medikamente zu geben, wirklich gut? Funktioniert das? Und dann funktioniert diese Empfehlung, stadiengerechte Therapie des Glaukoms im frühen Stadium, 20% Senkung, fortgeschritten, muss stärker gesenkt werden. Das sind so Dinge, die sich in den letzten Jahren oder wo wir in den letzten Jahren neue Überlegungen anstellen, aufgrund der Tatsache, dass wir neue chirurgische Verfahren zur Verfügung haben, die enorme Impulse, zumindest nach meiner Ansicht, in die Glaukomtherapie getragen haben. Und wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir diese alten Schemata so lassen. Das war Frau May, wie sie noch am Brexit verzweifelte, jetzt tut es Herr Johnson. Aber jetzt gehen wir mal ganz weit zurück und schon Hippokrates hat oder wusste, dass Patienten, insbesondere was die Einnahme der verordneten Arzneien betrifft, uns nicht immer die Wahrheit sagen oder wie Everett Kropp das formuliert hat, Drugs don't work in patients who don't take them. Und wenn wir uns dazu Arbeiten anschauen, insbesondere, und das ist eine Besonderheit, wie gesagt, wir behandeln Befunde in der Glaukomtherapie. Der Patient hat keine Symptome. Und überlegen Sie selber, würden Sie Augentropfen nehmen, wenn Sie nichts merken? Der Patient hat keine Beschwerden. Die einzigen Beschwerden, die er mit einer Tropftherapie hat, ist, dass er ein trockenes Auge kriegt und ein rotes Auge und Fremdkörpergefühl. Und wenn man sich die Studien anschaut, ist es einmal abhängig davon, wie oft muss er therapieren. Also wenn Sie mit einer einmaligen Dosierung auskommen, dann nehmen noch 80% der Patienten die Medikation. Wenn Sie aber schon eine Kombinationstherapie mit bis zu 4 Dosierungen pro Tag nehmen, dann sind Sie bloß noch bei der Hälfte, die der Patient tatsächlich die Medikamente einnimmt. Es ist abhängig von der Medikamentenzahl, was in großen Studien gezeigt werden konnte. Je mehr Medikamente genommen werden, desto schlechter ist die Compliance. Und Compliance oder Adhärenz ist nicht nur ein Problem in der Augenheilkunde oder in der Glaukomtherapie, sondern generell, also unsere Patienten machen grundsätzlich nicht das, was wir ihnen sagen. Damit muss man rechnen. Und insbesondere bei einem asymptomatischen Krankheitsbild ist das eine oder einem Krankheitsbild, das asymptomatisch sein sollte, ist das eine große Herausforderung. Und wenn Sie die Patienten fragen, warum oder welchen Grund haben Sie, dass Sie die Tropfen nicht nehmen, dann ist die Liste viel, viel länger als die, warum Sie sie nehmen. Und wie gesagt, auch wenn ich mal Tropfen nehmen muss, also ich wäre auch ein Medikamentenverweigerer. Also ich gehöre auch in diese Gruppe der völlig inadhärenten Patienten, gebe ich gerne zu. Auch vom Lebensalter ist das Ganze abhängig. Je älter unsere Patienten werden und die Mehrzahl unserer Glaukompatienten ist älteren Datums, wie gesagt, die holen nicht mal mehr das Rezept ab. Also ein Viertel der Patienten, Herr Jünemann hat das nochmal mit AOK-Daten aufbereitet, da sind es sogar 30%. Sie schreiben das Rezept aus, der geht gar nicht erst zur Apotheke. Dann kann das Glaukom-Medikament natürlich nicht wirklich gut wirken, das ist nachvollziehbar.
Und das Unglückliche an der Tatsache ist, dass wir unseren Patienten aber auch glauben. Also wir vertrauen denen. Das ist mal eine vergleichende Untersuchung. Wie schätzen Sie die Compliance Ihrer Patienten ein? Und wir überschätzen das Ganze. Das heißt, jetzt befinden wir uns in einem Dilemma. Wir wissen, er macht es nicht, aber wir glauben, er tut es. Und das muss man auflösen. Und das muss man bei der Glaukomtherapie eben ganz besonders auflösen. Wenn Sie sich ein Bein gebrochen haben, der Patient, der kommt schon zu Ihnen und der lässt sich von Ihnen auch behandeln, weil der kann nicht mehr richtig laufen. Aber der Glaukompatient, wie gesagt, der hat keine Symptome. Und Sie wollen auch, dass der keine hat. Und Sie wollen nicht einen solchen Patienten sehen. Das ist eine Erstvorstellung bei mir gewesen. Der Patient hat lediglich geklagt, und das bei diesem Gesichtsfeld, und der Visus war auf dem linken Auge, ich glaube Handbewegung rechts 04, klagte lediglich über Schwierigkeiten beim Lesen, bei reduzierter Beleuchtung und nachts beim Autofahren. Ja? Bei dem Gesichtsfeld. 48er Druck, Pex-Glaukom. Also der merkt das erst, wenn die Karre wirklich tief in den Graben gefahren ist. Und deswegen müssen wir nach meiner Einschätzung anders unsere Patienten behandeln. So habe ich Glaukomchirurgie begonnen. Und da ist es nachvollziehbar, wenn Sie nur eine geringe Auswahl an operativen Verfahren haben, die zumindest was die Trabekelektomie betrifft, auch abhängig davon ist vom Können des Operateurs, dass Sie dann lange an medikamentöser Therapie festhalten. Sie haben ein verlässliches, wenn es denn funktioniert, wenn er es machen würde, ist es verlässlich. Und das Risikoprofil ist gering. Mittlerweile sieht die Welt anders aus. Ich meine, es ist eher ein bisschen unübersichtlich. Auch diese Darstellung ist nicht mehr ganz vollständig. Ich sage dann immer, das ist bei uns so, einmal im Monat kommt jemand, der ein neues Mixverfahren vorstellt und einmal im nächsten Monat kommt jemand, der mir die Praxis abkaufen will. Beiden konnte ich jetzt noch widerstehen, aber wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber was das zeigen soll, wir haben diese Lücke zwischen medikamentöser Therapie und der klassischen Trabekelektomie in den letzten Jahren mit verschiedenen Verfahren auffüllen können. Wir haben minimalinvasive, sicherere Verfahren. Es bleibt die Diskussion um die Effizienz der Verfahren. Das ist sicherlich etwas, wo wir uns messen müssen. Im März diesen Jahres ist eine sehr interessante Arbeit, und wir kommen jetzt von der schneidenden Chirurgie nochmal zurück, über die Lasertherapie veröffentlicht worden im Lancet, über die SLT als First-Line-Therapie. Und die SLT gibt es seit 20 Jahren. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir machen sehr, sehr viele SLTs. Wir merken das gerade, weil wir an einer Studie teilnehmen, wo SLT-Patienten ausgeschlossen werden. Da bleiben nicht mehr viele übrig. Es ist für mich schon nicht erst seit Erscheinen dieser Studie, aber hiermit haben wir es belegt, dass dieses Verfahren funktioniert, dass es sicher ist, dieselbe Effektivität wie eine Medikation hat, dass es ein geringeres Risikoprofil hat als Medikation, dass es eine bessere Adhärenz hat und durchaus auch, und das sollten wir nicht unterschätzen, bei allem, was wir tun, die Lebensqualität unserer Patienten verbessert. Und die Engländer rechnen dann immer gerne sinnvollerweise auch die Kosteneffizienz aus, es ist auch kosteneffizienter. Und ich habe viele Patienten, junge Patienten, bei denen ein Glaukom diagnostiziert wird und bei denen wir sagen, es muss etwas getan werden und die ehrlich zu mir sagen, so wie ich Ihnen das sage, ich würde auch keine Tropfen nehmen, die aber primär sagen, pass auf, Doktor, gibt es eine Alternative zu den Tropfen? Und da, bei geeigneten Patienten, ist die SLT heute ein hervorragendes Tool als First-Line-Therapie. Eine neue Variante sind die Sustained Release Drug Delivery Devices. Hier kommt es auch darauf an, Sie implantieren ein Medikament. Die Prozedur ist vergleichbar einer intravitrealen Medikamenteninjektion, wie wir sie aus der Medical Retina kennen, mit dem Unterschied hier bei diesem Produkt, das Bimatoprost SA, das wird in die Vorderkammer gegeben. Der Injektor ist vergleichbar und eine relativ einfache Sache, wird in topischer Anästhesie durchgeführt und dann ploppt hier aus dem Injektor, schwupp, jetzt hoffe ich, dass da ist es reingeflogen, das kleine Implantat rein, was langsam den Wirkstoff freisetzt. Das heißt, Sie sind sicher, das Medikament ist da, wo es hin soll. Sie müssen es dem Patienten nicht ordinieren. Die bauen sich dann mit der Zeit ab, verändern so ein bisschen ihre Struktur und Größe. Hier kann man es unten im Kammerwinkel noch sehen. Aber ein Weg, Medikamente zu verabreichen, ohne auf die schlechte Adhärenz bei Augentropfen angewiesen zu sein. Die ersten Ergebnisse im Phase 1 und 2 Stadium konnten die Effektivität nachweisen. Wir sind jetzt gerade in der Phase der Phase 3 Studien und hier wird sich belegen, ob das wirklich umsetzbar ist. Denn auf der anderen Seite ist es so, wir haben im Unterschied zur IFOM bei der AMD, da ist heute Anti-VEGF-Therapie State of the Art.
weil wir gar keine Alternative haben. Nur mit der Anti-VEGF-Therapie erreichen wir so gute Ergebnisse. Glaukom-Therapie ist schon ein bisschen anspruchsvoller, weil wir eben Alternativen haben. Wir haben die Tropfen, wir haben minimalinvasive Chirurgie. Also ich weiß nicht, ob es diesen Durchsatz erreichen wird, wie wir es von der IFOM in der Medical Retina kennen. Dann das große Kapitel der Mix mit drei grundsätzlich unterschiedlichen Ansätzen, die subkonjunktivale Drainage, die Adressierung des schlemmischen Kanals oder die supraziliaren. Wir haben hier als bekanntestes sicherlich den iStent, hier die erste Generation, die zweite Generation, sehr kleine Implantate. Jetzt wird der iStent Inject durch den iStent W abgelöst, der im Unterschied, und das war das Besondere, hier haben wir einen sehr, sehr kleinen Flansch beim iStent Inject, da konnte man schon durchaus mal in der gerüttelten Zahl der Fälle zu tief implantieren. Das scheint hier fast unmöglich zu sein. Ich habe jetzt die ersten implantiert, das lässt sich sehr, sehr schön machen. Ist wirklich eine Prozedur, wenn Sie die an die Kataraktoperation andocken, braucht wenig operativen Aufwand, Sie brauchen das Gonioprisma, aber kaum anderes Setting. Und der Zeitaufwand ist auch relativ gering. Der Vorwurf war immer, ja, Mensch, ihr macht das, aber ihr habt keine vernünftigen Daten. Und das ist richtig, wir sammeln jetzt die Daten, jetzt kommen wirklich suffiziente Daten, jetzt kommen prospektive Studien, die die Wirksamkeit dieser Verfahren zeigen. Was man sagen muss, bei so einem iStent erreichen Sie keine Drucksenkung über 10, 15, 20 Millimeter. Aber die Frage ist, brauchen wir das bei allen Patienten? Der Glaukompatient ist kein, oder das Glaukom ist keine homogene Erkrankung. Wir haben durchaus Patienten, die mit 17 Druck ein Leben lang ohne Therapie gut auskommen, wenn sie keine hohe Progressionsrate haben. Und wenn man zeigen kann, dass das effizient ist, dann ist das durchaus ein probates Mittel, Patienten zu behandeln. Und wir haben auch, das in unseren eigenen Daten, wirklich Langzeiteffekte. Und Sie sehen, keine hohe Medikation, 1,6 im Durchschnitt. Der Ausgangsdruck ist nicht fürchterlich hoch, aber wir haben die stabilisiert bei 15 über 4,5 Jahre ohne zusätzliche Medikation. Und ich denke, das ist ein gewaltiger Gewinn an Lebensqualität und ein gewaltiger Gewinn an Sicherheit für unsere Patienten in der Glaukomtherapie. Eine andere Variante der Schlemmkanalchirurgie, die etwas weiter das Trabekelmaschenwerk eröffnet, ist beispielsweise das Kahoo Dual Blade, bei dem wir einen Teil des Trabekelmaschenwerks resizieren. Die Idee, die dahinter steckt, ist, mehr Kollektorgefäße freizulegen. Auch hier konnte gezeigt werden, auch hier wieder, schauen Sie vorne, die Ausgangsdruckwerte sind nicht so sehr hoch bei wenig Medikamenten, aber eine suffiziente Drucksenkung etwas niedriger, als wir es beim iStent erreichen. Also auch wieder die nächste Stufe, der Patient, der etwas höhere Druckwerte hat. Den können wir auch damit gut operieren. Der Kammerwinkel muss bei solchen Verfahren offen sein. Es ist geeignet für PEX-Glaukom und das klassische Offenwinkelglaukom, natürlich nicht für Sekundärglaukome, nicht bei Goniosynechien. Wir erreichen eine moderate Drucksenkung und es lässt sich exzellent mit einer Kataraktoperation kombinieren. Der uveoskleralen Abfluss, den können wir schnell abhandeln, aber auch hier lernen wir was. CyPass, iStent Supra, iStar Mini-Jack, der CyPass Supra, das erste zugelassene Device, was wir zur Verfügung hatten, das in den Supra-CA-Raum implantiert wurde. Hier die Daten der Arbeitsgruppe um Grisanti aus Lübeck, die gezeigt haben, sowohl bei höheren Ausgangsdruckwerten als auch bei kompensierten Druckwerten schafft das eine suffiziente Drucksenkung. Aber dann im letzten Jahr veröffentlicht auf der ESCRS die Daten aus dem Compass XT-Trial. Glaukomchirurgie ist nicht trivial und Glaukomchirurgie bedarf der Überprüfung der Sicherheit über lange Sicht. Es ist schön, wenn die Uhr weg ist, ne? Gott. Aber was wir gesehen haben, wenn das Ding so implantiert ist, dann führt das zu einer Hornhautschädigung. Und deswegen auch minimalinvasive Glaukomchirurgie ist nicht absolut sicher. Also auch hier insbesondere das Sicherheitskonzept muss überprüft werden bei allen Verfahren. Und manchmal sehen wir tatsächlich auch Probleme erst nach 5 Jahren. Der iStent Supra steht noch nicht zur Verfügung, der befindet sich in der Phase der FDA-Zulassung. Ein neueres Produkt ist der Mini-Jack, der etwas anders aussieht. Das ist so ein Wabenwerk, das wie so eine Art Schwamm dort implantiert wird. Hier haben wir Daten, auch hier Drucksenkung moderat. Hier liegen zunächst mal nur Einjahresdaten vor. Auch hier die Indikation der offene Kammerwinkel. Der uveoskleralen Abfluss ist durchaus etwas, was für mich interessant war, insbesondere bei Patienten, wo die Bindehaut alteriert war, wo ich subkonjunktivale Drainage nicht als primäres Verfahren angesehen habe. Wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt haben wir es nicht zur Verfügung und deswegen können wir uns jetzt nicht über Patienten unterhalten, was wir machen. Subkonjunktivaler Abflussweg, der XEN 45 und der Praser Flow, auch hier nur ein kurzer Anriss, ein Verfahren,
Xen 45 ab interno implantiert mit jetzt veröffentlichten 2-Jahres-Daten. Und Sie sehen die Druckwerte um 15 sowohl in Kombination, und das ist das Besondere im Vergleich zur Trabekelektomie, im Vergleich zur geht das jetzt weiter oder fertig? Ich kriege die Uhr nicht aus. Interessantes Verfahren, der Prazer Flow. Hier kann man sich unterhalten, ist das noch minimalinvasive Chirurgie, weil wir die Bindehaut eröffnen. Aber der Vorteil ist, wir wissen, wo der Stent liegt. Der liegt subtenonal. Und das Schöne ist, ich finde die Ergebnisse zumindest in meiner Hand deutlich verlässlicher. Das Filterkissen ist weiter posterior. Ich habe kaum Probleme mit anterioren, avaskulären Filterkissen und eine hocheffiziente Drucksenkung. Hier ist zunächst mal nur eine Arbeit erschienen, aber wir haben Druckwerte in Kombination oder als Standalone-Prozedur um 10, 11. Da sind wir richtig gut dabei. Da sind wir bei der Trabekelektomie. Also auch hier können wir wirklich Glaukome operieren, die nicht Glaukömchen sind. Und auch das hier ähnlich wie die Trabekelektomie. Wir wollen natürlich eine möglichst intakte Bindehaut, aber ich habe auch viele Prazer Flows jetzt gemacht nach Trabekelektomien, die auch gut funktionieren. Und das finde ich, ich mag viele von diesen Skizzen oder Anhängen im EGS-Guideline nicht, aber diese Skizze mag ich extrem, weil sie zeigt, wie komplex Glaukomtherapie ist, wie Sie den Zieldruck einstellen müssen. Das hängt von ganz unterschiedlichen Kriterien ab. Das ist der Glaukomschaden. Für mich ganz wichtig, die Progressionsrate. Hier mache ich fest, welches Verfahren ich wähle, wo will ich hin mit zusätzlichen Risikofaktoren, aber auch die Lebenserwartung. Das ist für mich sozusagen die Guideline. Daran lege ich fest, welches Verfahren ich wähle. Und Entscheidungskriterien, wie gesagt, Progressionsrate. Je höher die Progressionsrate, desto niedriger muss der Druck sein. Der Ausgangs-IOD spielt eine Rolle. Für mich ganz wichtig die Adhärenz. Ich weiß, dass die schlecht ist. Und ich finde immer mehr Patienten, die das auch in der Sprechstunde äußern, die sagen, Doktor, ich mache es eigentlich nicht so, wie du mir das aufgeschrieben hast. Nebenwirkung, Sicherheitsprofil, wie schon erwähnt, nicht nur an dem einen Verfahren, sondern alle Verfahren der minimalinvasiven Glaukomchirurgie müssen sich daran messen lassen. Und da werden Daten müssen wir Daten abwarten, Langzeitdaten, 5, 10 Jahresdaten und natürlich Kontraindikationen für die einzelnen Verfahren, je nach der anatomischen Ausgangssituation. Nicht auch die Quality of Life unserer Patienten ist für mich ein wichtiges Kriterium bei der Glaukombehandlung. Das Glaukomstadium ist eher ein sekundäres Kriterium und deswegen sehe ich Glaukomchirurgie, wie wir sie ja eigentlich schon nicht mehr machen. Wir sind schon hier unten, aber wo man wirklich mit Lasertherapie beginnt, aber bei rascher Progression oder den Patienten, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, mit diesen massiven Gesichtsfeldausfällen, den habe ich gleich operiert. Den habe ich mit Glaupax abgedeckt bis zur OP und dann habe ich ihn aber primär operiert. Den habe ich nicht auf Tropfen eingestellt. Ja? Den habe ich primär operiert. Und mit den neuen Verfahren ist es nach meinem Erachten durchaus möglich, primär operativ einen Glaukompatienten zu therapieren und ihn nicht über Jahre mit Tropfen zu quälen. Und das ist für mich der Wandel in der Glaukomchirurgie in der Folgezeit. Nichtsdestotrotz gilt nach wie vor der Satz von Spade, Glaukomchirurgie ist nicht 100% sicher. Wir operieren, das macht Komplikationen und das müssen wir auch bedenken. Nichtsdestotrotz, ja, OP. Und damit bin ich am Ende und wollte Ihnen das schöne Feuerwerk zeigen, da ist es gewesen. So benimmt sich der erste FC Köln in Düsseldorf. Aber ja. Er lag auch 2-0 zurück. Vielen Dank, Klaus. Danke. Ja, das Verhalten ist nicht zu entschuldigen. Da muss ich als FC-Mitglied auch mein tiefes Bedauern zum Ausdruck bringen. Das gehört sich nicht, auch in Düsseldorf nicht. Und insofern dann darf ich dir eine Frage an dich richten. Die Dreifachtherapie bei Glaukompatienten, jetzt wir haben über Compliance oder Adhärenz gesprochen, ist sie noch zeitgemäß? Oder würdest du sagen, wenn es soweit ist, dass wir ein drittes Medikament einsetzen, dann sollten wir allerspätestens daran denken, dass es auch Alternativen gibt? Also ich halte Dreifachmedikation schon nicht mehr für zeitgemäß. Aber ich rede noch viel früher mit den Patienten, nicht nur aufgrund des Oberlandesgerichtsurteils aus Hamm, schon viel früher mit Patienten über Operationen. Da sind wir verpflichtet worden als Augenärzte, in jedem Falle auch bei Erstdiagnose mit den Patienten über operative Möglichkeiten zu rechnen. Aber
sobald wir auf die zweite Flasche, und das ist ja dann in aller Regel, haben wir ein Kombinationspräparat, setzen einen zweiten Wirkstoff dazu, kontrolliere ich so einen Patienten sehr, sehr engmaschig, bespreche das auch mit ihm und ich dränge ihn nicht in die Chirurgie, aber ich gehe schon in Richtung Chirurgie. Ja. Nun sehen wir hier bei den Antworten schon auch ein Paradigma, nämlich dass die Festlegung des Zieldruckes in Bezug auf die Progressionsrate eine wichtige Rolle spielt. Ist das nicht schon zu spät? Also wenn da eine Progression ist, dann ist doch im Grunde schon ein Prozess in Gang gesetzt worden, der sich auch mit einem entsprechenden Zieldruck oft kaum mehr aufhalten lässt. Du hast recht, aber die Mehrzahl der, oder zumindest ist es bei mir in der Sprechstunde so, wenn ich sehe, da ist eine Progression, dann muss ich über, oder und das ist der Hintergrund der Frage, dann muss ich über eine Änderung der Strategie nachdenken. Aber richtig, am Ende des Tages will ich keine Progression, aber die Definition des Glaukoms ist, es ist eine chronisch progressive Erkrankung. Wir werden Progression nicht auf Null bringen. Wir sollten sie so gering wie möglich halten. Und ich halte nur die Progressionsrate. Für mich ist das Kriterium, wenn ich sehe, da tut sich was im Papillen-OCT und da tut sich was im Gesichtsfeld, dann ist mir der Augendruck, den der Patient hat, ich finde das immer toll, auch wir haben das in der Praxis, die kriegen alle so einen Glaukompass. Ich nehme den Patienten immer wieder weg. Und ich sagte, da steht der Druckwert drin, der interessiert uns beide nicht. Das ist das am wenigsten zuverlässige Kriterium. Wichtig ist, dass wir uns hier, und das kann man den Patienten heute toll darstellen, dass wir uns ihren Sehnerven anschauen, dass wir uns das Gesichtsfeld anschauen. Die lieben natürlich alle die Gesichtsfelduntersuchung, auch das wissen wir. Aber wenn ich da Abweichungen sehe, dann muss ich meine Strategie überdenken. Und dann sollte ich sie frühzeitig überdenken und nicht davon ausgehen, das geht schon irgendwie gut. Oder wie würde der Kölner sagen, es ist noch immer gut gegangen. Ja, das ist jetzt, lieber Das geht nicht gut. Vielen Dank für dieses Schlusswort. Ein kölsches Bonmot aus dem Munde eines berufenen Düsseldorfers. Ich bin auch nur zugereist, Herr Düsseldorfer. Das lasse ich so im Raum stehen. Und vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Dankeschön.